Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar bin ich hier auf meiner Südthüringen-Map von Tomcat BW. Und wir haben hier ja das Problem, dass unsere Feldpreise exorbitant hoch sind. Zum Beispiel hier für 42 Hektar, selbst mit voller Helferleistung von unserer Seite, die ich einfach so eingestellt habe, würde uns das Feld hier 3,5 Billionen Euro kosten. Das ist natürlich ein bisschen viel. Und deshalb werden wir jetzt hier mal das Spiel beenden und im Giants Editor den Feldpreis anpassen. Viele haben das auch im Internet schon gesucht und ich dachte, ich mache jetzt hier einfach mal ein Tutorial dazu. So, dazu beenden wir einfach den Landwirtschaftssimulator und sehen uns gleich wieder. So, wir befinden uns jetzt in unserem Mod-Ordner. Da haben wir normal eine Map-Karte. Oder ein Map-Mod. Den könnt ihr einfach entpacken und dann erhaltet ihr hier eben euren Map-Ordner. In dem gibt es ganz viele Sachen. Wir müssen in die Maps gehen und dann sehen wir hier das hier. Ganz viele Dateien, wo wir alle eigentlich nicht wissen, was die so tun. Wenn ihr den Giants Editor geöffnet habt, dann könnt ihr hier mit die Map 01.13D öffnen. Das dauert eine ganze Weile, bis das geladen ist. Das ist aber kein Problem, ihr wartet einfach, bis es da ist. Wenn euer Giants Editor geladen hat, dann sieht das bei euch so aus. Es könnte sein, dass hier User Attributes noch fehlt. Das mache ich jetzt gerade mal weg. Könnt ihr hier über Window User Attributes das wieder hinzufügen. Das brauchen wir nämlich. Und dann gehen wir mal ganz nach unten. Hier sind zumindest die Fields angelegt. Und dann sehen wir hier die ganzen Felder, die bei uns vorhanden sind. Das sind eine ganze Menge. Ich gehe jetzt mal zu, ja, jetzt müsste ich wissen, welches Feld es war, gell? So, Feld 23 hatten wir uns angeschaut. Wenn wir da jetzt draufklicken, dann öffnet sich hier ein Feld, wo drin steht, das Feld hat eine Größe von 42,1 Hektar, ein Field Price Scale, wofür ich nicht weiß, wo der zuständig ist, und ein NPC-Index mit 1, das heißt, das gehört dem NPC. Wir müssen jetzt hier unten ein neues Attribut hinzufügen, und zwar Field Price Factor. Dann wählen wir hier noch Float aus, fügen das hinzu und dann haben wir hier ein neues Feld mit Feldpreisfaktor 0. 0 heißt, so wie das Spiel programmiert ist, so ist der Feldpreis. Da wird nichts dran geändert. Ich möchte jetzt hier einen Feldpreisfaktor haben von 3. Das heißt, der normale Feldpreis soll also das Dreifache betragen. Das ist so der Preis, den ich mir ausgesucht habe. So, dann können wir hier eigentlich schließen bzw. speichern. Jawohl. Das dauert auch eine kleine Wenigkeit. Weil er muss nicht nur eine Datei ändern, sondern insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Dateien. So. Gut. Und jetzt sehen wir auch hier Map. Diese Dateien hier, die haben den aktuellen Timestamp bei mir. 9.53 Uhr. Die Dateien wurden jetzt geändert. So. Wir öffnen jetzt unsere ZIP-Datei. Vom Modpack. Das sieht dann so aus. Also wir müssen die neue Datei nicht entzippen. Moment, ich will das gerade mal hier alles auf einen Bildschirm haben. So. Hier können wir jetzt einfach in der ZIP-Datei rumklicken und dann nehmen wir einfach die geänderten Dateien. Achtet auf den Timestamp, deshalb habe ich das ja auch nach
Zeit sortiert. Und die ziehen wir jetzt einfach rüber in unseren unser SIP-Archiv von der Karte. Hier einmal bestätigen. Und dann speichert uns der die. So, jetzt hat er uns die auch gespeichert. Dann können wir den Farming-Simulator wieder öffnen. Und wir denken dran, wir haben das Feld Nummer 23 geändert, das vorher 3,5 Billionen Euro gekostet hat. So, dann starten wir die Südthüringen. Es ist eigentlich eine komplette Kopie, auch mit Mods von meinem Let's Play. Dann laden wir hier mal ein bisschen. So, dann sind wir hier. Die hier machen gerade irgendwie Karambolage oder so. So, Feld 23 besuchen. Und wenn wir hier jetzt drauf gehen, dann müsste das Feld einen relativ angenehmen Preis haben. Ist ein deutlicher Unterschied zu 3,5 Billionen. Jetzt haben wir hier einen Feldpreis von 8 Millionen. Und wenn wir hier auf die Map schauen, das ist eines der größeren Felder. Das ist doch angenehm. Weil wenn wir hier jetzt wieder nochmal Feld, was haben wir hier? 46. Komme ich jetzt nicht rein. Die 47 anschauen, die ist auch über 40 Hektar groß vermutlich. Ja, das ist einfach ein exorbitanter Preis. So, das war's auch schon. Diesen Vorgang müsst ihr jetzt bei allen Feldern, die ihr verändern wollt, machen. Und ja, das war's auch schon. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr weitere Tutorials haben wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich werde mich informieren und besten Wissen und Gewissens nach euch da auch weiterhelfen. Aber ich muss jetzt eben selber auch noch die anderen Preise anpassen. Hier zum Beispiel bei Feld 1. War der Test. Also wenn ihr die 0 drin stehen lasst im Feldpreisfaktor, dann hat es Wert 0. Ja? Also dann gibt es dafür nichts. Dann ist es kostenlos. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.